So, da sind wir und weiter geht es mit, was zocken wir? Chernobylit. Zocken Chernobylit und sind jetzt gerade voll im Lootwahn hier. Man nennt uns auch die Lootmaschine, ne? Geht die Taschenlampe irgendwann mal aus? Achso, keine Batterie mehr oder was? Oder muss die erstmal aufladen? Oh, da sind auch noch, da ist auch noch einer. Ist auch so ein NAR-Soldat, ist das, ne? Sehr cool, dass wir das so auch gelernt haben, ne? Sonst hat er die wie so ein bekloppter weggemetzelt. Okay, Wodka. Ah, Wodka ist immer gut. Alkohol, ne? Sehr, 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 sehr. Die brauche ich auch auf jeden. Pilz war hier noch um die Ecke. Ist hier noch einer, ne? Ist keiner mehr, ey. So, jetzt nehmen wir das mal alles mit hier. Das leuchtet uns ja so schön an. Ich glaube, wir müssen nach oben. War das nach oben? Verwenden. Draußen. So, die Tür verwenden. Wo ist das denn, das ganze Grüne da hinten? Das will ich sammeln. Da drin, ne? Komme ich von hier rein? Jetzt haben wir so einen Dietrich benutzt, ne? Was war, kriegen wir so tolles? Eine Schrotflinte. Schrotpatronen. Ja, Schrotpatrone, Schrotpatrone, Schrotpatrone. Revolution. Revolvermunition. Guten Tag, Herr Genosse. Okay. Waffenschmiedwerkstatt? Eine Waffenschmiedfeldwerkstatt? Schrotflinte, was? Was kann ich jetzt damit machen? Herstellen. Ah, ich kann eine Schrotflinte herstellen. Ich habe doch jetzt eine gekriegt. Warum soll ich denn eine herstellen? Außerdem, was kostet die denn? Wieso wird das nicht angezeigt? So, warte mal. Magazin, eine Vorrichtung zum Aufbewahren und zur Munition, die ein. Oh, Alter, ist das hier umfangreich, ne? Was es alles gibt. Visiere, Zähne, ne, brauche ich das nicht für die Schrotflinte. Aber gut zu wissen, okay. Merci beaucoup. Läuft er voll gegen die Wand. So, haben wir jetzt alles hier geklärt? Oben war auch nichts mehr, ne? Doch, da ist was noch, ne? Warte, springe ich ja nochmal hin. Da ist ganz oben noch was. Ach, guck mal hier, die Schatten. Ich höre die ganze Zeit hier irgendwelche Stimmen hier von so Puppen. Ja, sowas. Verwenden. Hier geht's noch mal hoch. Alter, ey.
Überall diese scheiß Puppen, ne? So, nimm Schmidt. Was ist das? Alter, was ist denn hier los? Ist das irgendwie krass, irgendwie. Guck mal, die ganzen Puppen gucken Fernsehen. Ich krieg schon die Gänsehaut, ne? TV. Fernseher aus und die Puppen weg. Hast du ein neues Level erreicht? Warum? Ich hab die Puppen weggemacht. Ha. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal runter. Du, 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 du. Hier soll jetzt irgendwo das Ding sein, ne? Hier hinten. Das ist das Fragezeichen. Oder auch nicht. Ah, Essen. Sehr spärlich hier Essen, ne? Okay. Ich habe gesehen, jetzt im anderen Gebäude gegenüber sind auch noch zwei Fragezeichen. Das Gebäude ist mit den anderen verbunden. Schon, aber ich finde jetzt hier nicht. Wir müssen da rein, dahin. Guck mal, da müssen wir durch. Aber ich weiß jetzt nicht, wo der Übergang ist. Deswegen gehe ich jetzt raus. Jetzt hier einfach den hier mal. Das hier mit. Das mache ich aus. Brauchen wir nicht Taschenlampe? Also hier im Nebengebäude. Da ist auch noch mehr Material. Aha. Zack. Sehr gut. Es muss sich lohnen. Okay, nehme ich alles mit. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Alter. Was ist das denn für einer jetzt? Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Мика. Hat. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Мика. Psycho-Scheiße, ne? Was soll das? Из пустоты. Внемли голосу из пустоты. Sprich die Worte von. Sprich die Worte von meinen toten Lippen nach. Geht's noch? Ich kenn dich mal, echt. Finde ich nach dem, was unbegreiflich ist. Also Tatjana, die hat echt so einen weg, ey. Komm, ich geh mal weg hier. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Dann hole ich mir lieber hier das. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь.
Hat er sich selbst erledigt? Danke fürs Brot. Tatjana, echt, die macht mir echt Sorgen. Ja. Mechanikteile. Unten ist da ganz was Fettes, ne? Ah, geil. Looten in der Zone. Bin ich dabei. Aha. Alter, wie das hier alles aussieht, ne? Da brauche ich einen Brenner. Deswegen kann ich nicht da runter. Kann das sein? Ja, ne? Das kann nicht sein, das ist so. Könnte ich da runter zu diesem Grünen? Das kann ich ja nur von hier unten, ne? Da muss ich das wegbrennen, irgendwie. Mit so einem Anti-Chernobylit-Zeugs. So. Sieht der Plan aus? Da haben wir das Chernobylit. Da ist noch was. Was? Da oben? Oben auf dem Dach? Soll ich bitte auf dem Dach kommen? Ach, das war die Verbindung. Bestimmt oben auf dem Dach, da oben. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt von hier auf dem Dach komme. Kann ich da reinfallen? Kann ich da so hochklettern irgendwie? Hä? Hör auf, ey. Was? Das geht tatsächlich. Da ist der Schrank. Geil. Ja, toll, ey. Für zwei Filter. So ein Aufwand. So was Cooles habe ich gefunden, ne? Okay. Gibt's ja nichts mehr. Wir verwenden. Es ist zu dunkel hier. Es ist weitläufig, ne? Okay, dann haben wir das dann auch. Lass mal da mal gucken gehen, ne? Hier. Schon cool gemacht, echt. So, ich wollte jetzt irgendwo nach da gucken gehen. Geradeaus. Okay, da sind nicht so viele Gegner, ne? Die stehen dann immer meistens in so bestimmten Punkten. Das Rote ist. Ach so, da sind unsere Feuerstellen. Ach so, da sind wir. Dann wollte ich jetzt aber trotzdem nochmal da in die Richtung, ne? Einfach geradeaus jetzt. Schön scannen. Zeigt her alle eure Kräuter.
Alter, was ist das denn? Ist einer am Schnarchen, am Schlafen oder am... Ah, der da, ne? Alter, da schläft einer. Gib mir das Wodka. Den nehme ich alles weg. Wer ist das? Ich kann den nicht anwählen. Der schläft hier seinen Rausch aus, ne? Bauen die einfach hier so einen Typen hin, ne? Okay. Wieso habe ich das jetzt nicht? Achso, das war dieses. Genau. Das war das hier. Dann gucken wir jetzt einfach mal links hier. Von uns. Ja, Alter, ist da am Schnarchen hier. Echt, geh mal weg. Mit hier nur am Looten. Ist oben noch was? Stimmt, ne? Lalalala. Das nehmen wir. Warte mal. Da hinten was tolles verstecktes ganz hinten im Gang, hinten links. Okay, dann gehen wir hier wieder raus, gehen wir weiter unsere Route. Was ist das denn hier? Techno-Musik, ey. Ja, da, ne, da unten. 90er Jahre. Wow, da ist dieses das Radar. Aber da kann man nicht hin, ne? Das kann man nur sich so von der Ferne mal anschauen. Das ist so, so krass. So, was war das für einer? Der da... Was ist das? Wieso, was gibt's auch hier? Shot. Down, bam, bam, oh, oh. The hunter is going to die. Was crawling back home, saying, bowing low. Schönes Gedicht haben wir gefunden. Ja. Der feiert hier voll die Party hier, ey. Ну-ка стоять! Ты на территории Припятской братвы! Что? Где я? In was, wo? Ну! Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист? Как звать? Leugner, ich habe hier gelebt, bevor diese Spinne überhaupt geboren war. Ich bin nicht in der Stimme, um meinen Fremden meine Vergangenheit zu erklären. Да, я турист. Меня зовут Игорь. А что такое? Братва этим местом заведует. Припятская братва, вот что такое, понял, а? И ты будешь подчиняться нашим правилам, турист Игорь. Что это турист. За братва такая? Братва? Это... Ну, это Саня, Гриша, Олежка, Вован и Лёха. И Евгений. Интересно. И где все эти ребята? О, ща. Ща прикину. Саню арестовали. Гришу застрелили. Олег ёбнул... Нет, Олег разбился. Alle schon tot, Вован right? Утонул, а Лёха передознулся. Вот, только Евгений остался. Я так понял, Евгений... Это ты? Евгений? Это я.
Последний герой. То есть, Летсте. Теперь я и есть припятская братва. Я тут правила устанавливаю. Понял, турист? Ага. Вроде понял. Ты тут правила устанавливаешь? Думаешь, что все регион. Вот, вот и ладушки. Ох, нравишься ты мне. Главное, запомни правило номер один. С нами шутки плохи. Никто не рискует связываться с припятской братвой. А ты умеешь слушать. Я решил, тебе можно присоединиться к нашей банде. Можешь быть моим этим, заместителем. Это большая честь. Was für eine Ehre, ja. Jagd für einen Kerl, der Leute kennt. Ist zwar unwahrscheinlich, aber ich kann es ja mal versuchen. Plauder mit den Handle G. Помоги мне, друг. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяна Амалиева. О, красивое имя. А что на имя? Красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет. Нет. Одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежет. Говорила. Если я ее обману. И что, отрезала? Ну ты бы жалела. Ты мне нравишься. Нет, не отрезала. Она меня бросила. И что это шлёфе си? Слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Кравцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в чёрной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он... Здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Okay, ты говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Womit handelst du? Ich weiß nicht, was? В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Heute Kisten? Сам я их не открываю, поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть... В каждой коробке случайное содержимое. Да. Zufälliger Inhalt. Коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Yeah. Какая глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Типа раньше. Очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Eine Essensration, eine Kiste pro Tag. Мы только познакомились. Но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Я на kostenlose Beutenkiste. Geht auf mich. Держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет, брат твой. Beutenkiste, самая крич, не? Где? Братва Фурема, Игорь! Die Beutekiste. Beutekiste, Wertgegenstände, unbekannte, aber garantiert absolut ehrenhafter Herkunft. Ausgehändigt von mir, aha. Höchstpersönlich, benutze sie zu öffnen. Hat. Noch mehr Munition haben wir gekriegt und hier Antistrahlungsmedizin. Okay, wird langsam voll das Inventar, ne? Na gut, danke dir, Jagveli oder wie du weißt. So, weiter geht's voran. Da ist noch ein Fragezeichen und da ist auch noch eins. Zwei Fragezeichen. Drei Fragezeichen. Da oben, da brauchen wir so ein Brenner, ne? Naja, gehen wir mal geradeaus hier. Ja, einfach geradeaus. Lauf. Du.
mir natürlich alles mal anschauen hier. Aber so wie ich das sehe, gibt es ja nicht so viel. Hat mich einer gesehen? Wer, wo? Da im Lager? Ist das ein Lager? Das nächste Fragezeichen, ja. Runter. Oh nein, jetzt muss ich wieder einer schießen hier, oder was? Da, der hat mich fast gesehen. Warte, lautlos. Warum steht jetzt nicht einer hinter mir? Mit wem hast du denn geredet? Wieso hat er nichts? Ist kein Loot? Oder hat er mit dem Funk geredet? Ach, da ist ja was, ne? Ah, das hast du. Da, ey. Hier noch so ein Kräuterchen. Da noch eine fette Kiste. Munition scheint ja hier ohne Ende zu sein, ne? Was geht denn jetzt ab? Bitte, oder was? Spiel gespeichert. Das sieht nicht gesund aus. Was ist das denn jetzt? Bin ich jetzt getroffen worden? Ich wollte noch ein Fragezeichen haben wir noch gehabt hier, ne? Das wollte ich noch mal gucken. Wo war das denn? Da oben. Говори, Москва. Татьяна Малиева. Татьяна, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья. И обещаю любить тебя, чтить и уважать. Быть тебе верным и не отрекаться от тебя, пока смерть не разлучит нас. Bestimmt so ein Heiratstrauma. Das kann ich mir ja verhalten nicht erklären. Wie, das war jetzt das letzte Fragezeichen? Ne, das war auf dem Weg zum Fragezeichen. Oh, guck mal, was? Bin ich jetzt zu lange hier? Da muss ich jetzt dann raus? Scheint, ne? Wo muss ich denn da lang denn? Oh, oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist so überall. Nein, geh weg da. Oder so Zeugs, ne? Ah. Wie, wo ist denn hier das letzte Fragezeichen? Ach da, rechts von mir. Also zurück. Schon alles am Brennen, ja, ne? Oh.
Das wird jetzt immer mehr hier, ne? Guck dir das mal an. Was soll ich machen? Das ist ein Fragezeichen. Was passiert jetzt? Verstehe ich nicht. Verstehe ich. Ach, da braucht man eine Gasmaske. Aber nicht wieder mit der Gasmaske. Ah, wir haben Dings niedrig benutzt, ne? Ah, für die Pistole können wir jetzt was machen. Aha. Ah, ne, wir haben eine Pistole gemacht. Okay, das wollte ich nicht. Können wir irgendeinen Kollegen geben gleich. Das war jetzt das letzte Fragezeichen. Genau, jetzt haben wir die ganze Map gemacht, ne? Da ist noch eins, aber da braucht man, glaube ich, dieses Tschernobylit, ne? Das Hindernis zu durchdringen. Boah, jetzt geht's ja total ab, ey. Muss ich dann jetzt raus oder ist einfach nur so jetzt Gewitter? Ist nur Gewitter, ne? Da will ich nochmal gucken gehen. Egal. Was ist denn in diesem Gebäude hier? Dietrich haben wir doch jetzt, oder haben wir keine Dietriche mehr? So. Da rein und dann links irgendwo. Kann man hier nicht durch? Nein. Kann man nicht durch? Da kann man durch. So, da jetzt 10 Meter. Über mir. Über mir. Lalala. Nochmal 15 Meter über mir. Ist doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Aha. Mechanische Teile. Ach so, am Dach war das doch, ne? Einen Weg auf dem Dach zu kommen. Vielleicht von dem Gebäude, ne? Das weiß ich nicht. Der Fall ist nach oben, ne? 45 Meter nach oben. Aber fragt mich mal jetzt, wie wir da hochkommen. Da ist sogar eine Öffnung. Na, ja, da geht's nicht weiter. Alter, voll das Gewitter hier, ne? Voll das Gewitter. Toll, hier waren wir doch schon. Wollen wir schon fort mal gucken, ob ich von hier oben irgendwie ans Dach komme oder so. Na, 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 na. Da nochmal hoch. Was war das? Das ist schon echt ein bisschen... Alter, was ist das? Die Psyche war ein bisschen kaputt. Was, das Talka? Was? Nein! Wieso habe ich jetzt einen schwarzen Stalker? Ich wollte nur meine letzte Kiste finden.
Emberstraße. Ich weiß schon, ne? Прибыл на последнюю известную позицию. Я найду его. Это лишь вопрос времени. Muss ich den bekämpfen jetzt? Das ist alles versperrt hier. Alter. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Ist immer noch die ganze Zeit hier, ne? Scheiße, schwarzer Stalker, ey. Komm hier raus. Ich hab ne Knarre. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder in die Base zurück, ne? In die Basis. In die Basis, okay. Was ist denn mal da drin? Den schwarzen Stalker. So, wo ist mein Wurmloch-Generator? Ei. Los, spring an! Nach Hause. Wieso fast fehlgeschlagen? Den Server hacken? Was haben wir das nicht gemacht? Ah. Egal, wir haben aber ganz viel Loot mitgekriegt, ne? Oh, kann ich das jetzt speichern? Nein, ne? Jetzt muss ich erste Verteilung. Aha, 10 haben wir zu essen. Normale Ration ist, ne? Okay, verbessert sich. Soll ja nur, aha, sehr zufrieden, dass die Mission zu erfolgreich war. Aha, annehmen, okay. Vielleicht muss man das gleich da nochmal machen, ne, nach dem Laden. Du tötest, verletzt, wirst Hunger, Stress ausleiten, schlägt das auf deine Psyche, sinkt dein Physiowert auf Null, verursacht der Stress körperlichen Schaden, ist regelmäßig in der Basis und nutze besondere Heil. Herstellbare Items, um deine Psyche aufzubauen. So, wenn ich das jetzt aber hier speichere. Dann müssen wir doch nächstes Mal wieder hier sein, ne? Denke ich mal. Letztes Mal waren wir voll mit Blut, jetzt sind wir voll mit Psychostörungen. Okay, dann muss man was. Okay, guck mal, was wir für Munition haben, ne? Also Munition gibt's ja ohne Ende. Man muss mal so einen Schrank bauen. So einen Munitionsschrank, ne? Tun wir die ganze Munition rein. Okay, guck mal, nächstes Mal. Ich sag mal, danke und bis dann, ne? Ciao.